Schwierigkeit in dem Fall ist, okay, die Wahl war relativ schnell, es ist ein rundes, elementarmförmiger Gegenstand, das heißt, es kann nur ein Augengelenk sein, Gelenke gibt es bei Jetzt erzähle ich etwas über die Geweihhacke aus der Steinzeit. Die liegt hier, auch wieder perfekt konservatorisch aufbewahrt. Und diese Geweihhacke wurde gefunden von einem Schüler, Zufallsfund nennt man so etwas. Der hat dieses steinartige Gebilde im Sand gesehen und aufgehoben und gedacht, das ist kein Stein. Und hat ihn gebracht zur Landesarchäologie in Bremen zu Dr. Dieter Bischoff, der sehr dankbar war, dass er diesen Fund bekommen hat. Geschrieben hat dazu Gülbacher Kultur, auch aus Bremen, Musikredakteurin und Redakteurin bei Radio Bremen, natürlich auch Schriftstellerin und Lyrikerin. Und sie hat einen schönen Text geschrieben. Sie hat ein bisschen gekämpft am Anfang, sagt sie, was mache ich mit diesem Stück Geweihhacke? Und hat aber einen sehr, sehr schönen Text geschrieben und hat in der Ich-Form geschrieben. Das heißt, die Geweihhacke spricht zu uns aus der Steinzeit und stellt Fragen und philosophische Überlegungen an über Menschsein und über das Überdauern. Lesen Sie später selbst. Wenn Sie dann noch mögen, hören Sie sich an die wissenschaftlichen und sehr interessanten Beiträge von Dr. Dieter Bischoff hier immer in diesen Hörstationen. Und wenn Sie nicht so gut hören, dann ziehen Sie sich langsam dieses Panoramabild von der Fundstelle über die Ohren und dann wird es immer klarer.